Und damit Servus und herzlich willkommen hier bei chromi.de und vielen lieben Dank fürs Einschalten. Heute sprechen wir über das neue Feature KI-Anhänger-Dungeons, das mit dem nächsten Patch 10.2.5 auf den Live-Servern von World of Warcraft erscheinen wird. Was das genau ist, was euch dort erwartet, wie das Ganze funktioniert, das erfahrt ihr in diesem Video. Zuerst bekamen wir ungefähr im September übers Data Mining einen kleinen Hint, dass die Entwickler bereits daran arbeiten, KIs in die Dungeons zu bringen. Wir kennen die KI schon vom Arati-Becken, dort können wir gegen die KI PvP spielen seit mehreren Jahren und dieses Becken ist ziemlich beliebt, da man dort doch recht gut Ehre farmen kann und eigentlich ziemlich viel Spaß gegen die KI hat, weil man relativ übermächtig ist. Danach kam die Insel der Verbannten, die neue Starterfahrung, die für neue Spieler verpflichtend ist. Am Ende dieser Starterfahrung muss man eine Dungeon laufen und bekommt auch dort 4 KI-Mitspieler, die einem bei dem Dungeon helfen und so ein bisschen, ja, das System einer Dungeon zeigen. Genau diese 4 Leute von dieser Insel bekommen wir jetzt zurück mit den Dragonflight Dungeons. Das Ganze kommt dann mit Patch 10.25. Wann dieser auf die Live-Server erscheint, das wissen wir noch nicht. Wir gehen gerade davon aus, dass es Anfang nächsten Jahres sein wird. Und dieses System funktioniert egal, ob ihr Tank, Heal oder DD seid. Ob ihr mit 2 Mann, alleine oder mit 4 Mann unterwegs sein würdet, das System fügt einfach dementsprechend viele Spieler und oder Rollen hinzu und macht eine volle Dungeon-Gruppe daraus. Ihr könnt euch einfach über den Dungeon-Browser, wo ihr normalerweise Dungeon raussucht, da habt ihr einen neuen Reiter und da könnt ihr euch ganz normal dafür anmelden. Ihr könnt euch eine spezifische Dungeon heraussuchen, gerade zum Beispiel, wenn ihr Transmog farmen wollt noch oder eben einen neuen Weg kennenlernen wollt, weil ihr vielleicht dort auch die Dungeon noch nicht kennt oder noch Dungeon Quest da drin habt oder eben einfach alle anklicken, dann könnt ihr sozusagen zufällig auswählen, welche Dungeon ihr spielen wollt. Natürlich geht diese Gruppe sofort auf Instant, da ihr mit KI spielt und sobald eure Mitspieler halt alle auf Ja geklickt haben, dass ihr euch da anmelden wollt. Das Ganze gilt nur für normale Dragonflight Dungeons. Das Ganze könnt ihr auch machen von Level 60 bis Level 70. Aber Achtung, auf dem momentanen PTR-Bild lohnt es sich für das Leveln nicht so wirklich, da ihr nur die reinen Kill-XP bekommt und keine Abschlusserfahrung für die Dungeon. Wer weiß, eventuell fügt Blizzard dies noch hinzu. Ansonsten gibt es keine Pläne für Heroic oder Mythisch. Das hat Blizzard bereits bestätigt. Da wir auch wissen, dass mit der nächsten Erweiterung, The War Within, Dragonflight als die neue Starterweiterung gelistet ist, sprich Battle for Azeroth damit ablöst und ihr ab Level 10 dann bereits nach Dragonflight kommt, kann es auch sehr gut möglich sein, dass ihr dann in Zukunft ab Level 10 bis Level 70 diese Dungeons auswählen könnt und dort dann leveln könnt und Erfahrung sammeln könnt oder neue Specs oder sonstiges lernen könnt. Kommen wir zur Beute. Gerade für Transmog oder generell Sammler ist das ein sehr interessantes Feature. Ihr bekommt hier ganz normal personalisierte Beute. Seid ihr alleine drin, habt ihr also eine Chance, ganz normal eure Beute zu bekommen oder die 4 anderen KI-Spieler bekommen in der Theorie Beute und ihr dann nichts. Es kann also durchaus passieren, dass wenn ihr alleine reingeht, dass ihr einen ganzen Run ohne Beute seid. Seid ihr 2, 3, 4 Leute, könnt ihr natürlich untereinander die Beute wiederum tauschen. Ihr bekommt dort natürlich ganz normale NHC-Beute, sprich die, die es auch jetzt aus Season 3 normal in Normal Dungeons gibt. Sprich 420er Equip kann da rauskommen und wenn wir dann in Season 4 gehen, wird das wahrscheinlich auch wieder angepasst, so wie die NHC-HC-Dungeons etc. die Gegenstandsstufen angepasst werden. Und natürlich habt ihr keinen Lockout. Es sind NHC-Dungeons, das heißt, ihr könnt die so oft nacheinander laufen, wie ihr möchtet. Das ist gar kein Problem. Ansonsten gibt es hier natürlich Drachenwächter-Manuskripte, Transmog zu farmen oder. Mounts haben wir leider keine in Dragonflight Dungeons, aber eben die Drachenwächter-Manuskripte, die euch dort ein bisschen was geben. Aber ihr könnt zum Beispiel die Ringe in den Dungeons farmen, die ihr braucht, um bei den Tusker der Iskara die Mounts kaufen zu können. Also irgendwo gibt es ja dann doch noch Reittiere in den Dungeons. Ansonsten könnt ihr dort drin natürlich alles Mögliche farmen, was ihr in den ganz normalen NHC-Dungeons auch farmen könnt.
Ihr könnt auch weiterhin ganz normal NRC Dungeons laufen. Dieses Feature ist ein komplett neues, eigenständiges Feature, was nichts anderes wegnimmt. Ihr habt auch keinen CD auf diese Suche. Sprich, ihr könnt den Dungeon verlassen, wann und wie immer ihr wollt. Nach dem ersten Boss, nach dem zweiten Boss, nach ein paar Trash-Mobs. Ihr könnt einfach rausgehen und irgendwann sofort wieder anmelden. Ihr kriegt keinen Dungeon-Deserteur oder sonstiges. Sprich, wollt ihr einen Boss spezifisch farmen oder ihr könnt einfach jetzt gerade gar nicht mehr und müsst dann rausgehen, ist dies kein Problem. Denn ihr werdet auch zum Dungeon hingeportet. Das macht es gerade für Transmog-Farmer dann doch sehr interessant. Ihr könnt somit einfach einen spezifischen Dungeon immer wieder laufen und euch direkt ohne irgendwelche Zeiteinbußen, gerade wenn man zum Beispiel nach Uldaman muss, kann man dort dann sehr, sehr, sehr gut rein. Also das System verzeiht, wenn du einfach mal eine Pause brauchst, dein Kind schreit, die Post klingelt, Mama den Stecker zieht oder du dir einfach ein Holy machen musst. Holy. Und da kommen wir auch zum Sponsor dieses Videos. Und zwar Holy, der Partner von chromi.de. Holy hat gerade die Black Week und damit sehr viele Prozente auf all ihr Sortiment. Und ihr könnt dort richtig gut gerade einkaufen und shoppen. Egal ob Holy Energy, Holy Hydration oder Holy Eistee. Außerdem gibt es eine alte Sorte, die wieder zurückgekommen ist, der Bubblegum, aber auch zwei neue Sorten, und zwar Waldmeister und Wildbeere, die auch noch mal im Energy-Programm dazugekommen sind. Die auf jeden Fall auschecken. Ansonsten sind auch die Probierpakete, sei es Hydration, Eistee oder eben Energy, sind jetzt auf jeden Fall sehr gut vergünstigt und mit dem Code CHROMI spart ihr dabei sogar ganze 10%. Benutzt ihr den Code CHROMI5, spart ihr 5 Euro auf eure erste Bestellung bei Holy. Das ist auch nur einmal anwendbar. Dabei supportet ihr mich und chromi.de dabei sehr. Es lohnt sich definitiv. Wie gesagt, ich trinke selber. Ihr seht es in den Videos immer wieder. Holy. Holy ist halt einfach ohne Zucker, ohne Taurin, ohne irgendein Bullshit. Egal ob ein geiler Energy halt mit super wenig Kilokalorien oder eben ein isotonischer Holy. Also checkt unten den Link in der Beschreibung. Benutzt den Code CHROMI. Sagt's weiter. Und jetzt geht's weiter mit dem Video. Was passiert, wenn ihr in die Dungeon kommt? Ihr seid also alleine, wählt euch eine Dungeon aus, drückt auf Suche und bekommt in die Gruppe. Dann habt ihr erstmal eine gewisse Auswahl an KIs. Seid ihr alleine? Also es gibt immer einen Tank, einen Heiler und halt drei DDs. Je nachdem, was ihr stellt, nimmt die KI nicht. Ihr habt immer einen Paladin-Tank, einen Heiler-Druiden, einen Magier-DD, einen Beastmaster-DD oder einen Schaman-DD. Je nachdem, was ihr halt seid, kommt halt eine Klasse weniger. Das Interessante ist, dass der Magier auch euch direkt einen Tisch am Anfang der Dungeon stellt. Also Achtung, Heiler! Ihr seid im normalen Endcontent unterwegs und habt mal wieder keine Kekse und wollt euch das Wasser sparen beim Gastwirt, meldet euch einmal ganz kurz für die Follower-Dungeons an, nehmt euch eure 4 Stacks vom Tisch und geht wieder raus. Und schon seid ihr, ja, ready to Endcontent. Früher haben Magier dafür Gold genommen. Seid ihr also drin? Jetzt kommt als erstes drauf an, wie wollt ihr die Dungeon laufen? Ihr habt zwei unterschiedliche Möglichkeiten. Ihr bekommt, sobald ihr die Dungeon betretet, einen Extra-Button. Dieser Extra-Button ist dafür da, um den Typ zu wählen, wie die KI agieren soll. Ihr könnt einmal sagen, dass sie sich zurückhalten soll, sprich, sie pullt nicht, sie bleibt hinter euch, immer bei eurer Position, oder eben, sie soll für euch pullen. Wenn ihr das ausmacht, dann könnt ihr auch in der Dungeon einfach AFK gehen. Sprich, ihr kriegt ein Paket, Kind ist wach geworden oder, ihr bleibt einfach alle stehen und gar kein Problem. Dafür ist das ein sehr geiler Button. Wenn ihr das anklickt, dass die KI das machen soll, dann hat sie auch eine Max-Range. Sprich, ihr könnt jetzt nicht am Anfang der Dungeon sitzen bleiben und die KI einfach pullen lassen. Die wartet dann irgendwann auf euch. So, immer nur das nächste Pack macht sie. Das heißt, auch für AFKler ist das jetzt hier nicht irgendwie ein AFK-Farm, den man irgendwie machen kann. Ansonsten springt der Tank dann in die erste Gruppe. Oder auch wenn ihr Tank seid, könnt ihr die KI sogar pullen lassen. Ihr müsst dann natürlich nur die Agro von denen runternehmen. Wenn ihr das ausschaltet und ihr pullt selber, dann kommt der Tank ziemlich schnell an und spottet die Gegner von dir runter.
Ich denke, die KI ist hier auch tatsächlich ein bisschen am Cheaten, weil die Agro im Relevanz zum Schaden doch sehr enorm ist. Also ich denke, hier cheatet die KI tatsächlich ein bisschen, was aber auch völlig okay ist und gut so ist, weil so kann man selber sein eigenes Tempo, wenn man zum Beispiel möchte, pullen und der Tank spottet das alles ab. Und das war's dann auch innerhalb der Dungeon. Also die bleiben schön bei euch, sie pullen nicht zu weit vor, ansonsten spielen sie ganz normal die Mechaniken, sie geben euch sogar Tipps, wenn ihr in ein Schild reingehen sollt oder ihr sollt aus dieser Fläche rauslaufen. Der Tank sagt sogar, die Pat da vorne, also die Patrouille, sieht relativ gefährlich aus. Ich pull sie mal lieber. Auch dort gibt es immer wieder kleine Tipps und Tricks von der KI in den Chat. Ganz interessant ist, wenn ihr sterbt, verlässt die KI sofort die Gruppe. Das hat einen technischen Hintergrund. Denn wenn ihr euch respawnt, sprich wiederbelebt, dann spawnt die KI direkt bei euch. Sie müsste sonst oder sie würde sonst einen endlosen Fight wahrscheinlich gegen die Mobgruppen. Ihr könntet euch nicht so schnell wiederbeleben. So geht das Ganze wesentlich schneller. Sprich, sobald ihr tot seid, despawnt die KI. Es ist automatisch ein Wipe und ihr könnt euch direkt freilassen wieder und von vorne starten und die Gruppe erneut versuchen. Also ja, die KI kann auch tatsächlich sterben, wenn ihr zu viel dazu pullt oder. Also einen Lerneffekt gibt es hier definitiv auch. Dabei ist die KI recht gut angepasst an einen Normal Dungeon. Sie macht jetzt nicht außerordentlich viel Schaden. Also ihr würdet wahrscheinlich schneller sein mit einer normalen Gruppe von echten Spielern. Aber sie macht ihren Job schon relativ gut. Interessant ist, seid ihr jetzt Magier, Jäger oder Schurke oder Druide und ihr wollt euch durchstealthen. Auch das ist teilweise möglich. Ihr könnt dann durchstealthen bis zu einem gewissen Boss. Ihr werdet sehen, dass die KI trotzdem die erste Gruppe natürlich angreift, aber dann irgendwann despawnen sie, beziehungsweise wenn ihr dann irgendwo stehen bleibt, kann es sein, dass sie bei euch wieder despawnen. Das heißt, ihr könnt relativ schnell durchskippen gewisse Mobgruppen und irgendwann ein Stück warten, dann kommt die KI-Gruppe zu euch und ihr könnt dann dort weitermachen oder an dem Boss kämpfen oder. Einige Sachen hingegen macht die KI nicht. Zum Beispiel in der Brackenfellhöhle die Käfige öffnen für die Gnolle. Das wird nicht erledigt. Auch in der Instanz rund um Onara müsst ihr vorfliegen. Weil eigentlich kann euch ja die KI den Weg dieser Dungeons zeigen, den man läuft. Aber da funktioniert das Ganze nicht. Kann natürlich sein, dass es an der ersten PTR-Version liegt und es in Zukunft dazukommt. Bisher ist es aber so, dass ihr von Spot zu Spot fliegen müsst. Seid ihr dann an einem Spot angekommen, da übernimmt dann wieder der Tank die Gruppen. Gerade bei dem ebenen Dungeon pullt er auch gerne mal außenstehende Gruppen, die vielleicht nicht unbedingt dazuhören, je nachdem, wo ihr landet. Wie ist es, wenn ihr innerhalb der Instanz wechseln wollt? Wenn ihr zum Beispiel eine Klasse habt, die Tankheiler oder DD kann und ihr möchtet innerhalb dieser Dungeon entscheiden, nee, ich möchte jetzt dann doch tanken üben, ist das gar kein Problem. Sobald ihr umgespackt habt, also eure dritte Talent gewählt habt und dann auf Tank gewechselt seid, kommt ein extra Button, den ihr nochmal bestätigen müsst, dass ihr das Rooster neu tauschen möchtet. Und dann seid ihr der Tank oder der Heiler oder der DD. Das ist ziemlich einfach und echt cool. Außerdem macht der Magier zum Beispiel, beziehungsweise auch der Beastmaster Hunter, je nachdem, wenn ihr ihn dabei habt, übernimmt der für euch den Kampfrausch. Dieser kommt nicht immer unbedingt zum Bossstart, sondern manchmal so nach den ersten 20-30%, manchmal auch sogar relativ intelligent bei einer guten Phase, wo sich der Kampfrausch tatsächlich lohnt. Außerdem sei noch zum Schluss gesagt, das Feature ist nicht fraktionsübergreifend. Ihr könnt euch also nicht zusammen mit einem Horde-Allianz-Spieler dort für das Feature anmelden. Die Gruppe von den KI, ja, die ist fraktionsübergreifend. Ihr hingegen müsst, wenn ihr jetzt mit 2, 3, 4 Mann dort rein wollt, da das über eine Warteschlange geht, eben eine Fraktion sein. Also an sich zum Fazit ein sehr, sehr gutes Feature, was es so schon wahrscheinlich wesentlich länger gebraucht hätte in World of Warcraft, aber wahrscheinlich aus der technischen Seite gar nicht mal so einfach zu implementieren war. Ob das Ganze in Zukunft dann auch in The War Within Dungeons zum Einsatz kommt, wissen wir nicht. Sowas Ähnliches, beziehungsweise sowas in der Art, bekommen wir in den Tiefen, den Delves in der nächsten Erweiterung, wobei es dort nur ein NPC ist, der mit euch mitläuft. Hier sind es ja auch richtige Dungeons.
Ich hoffe aber auch, dass wir das Ganze im Raidfinder sehen werden, um dort einfach auch Toxizität ein wenig rauszubekommen für einen Großteil der WoW-Spieler, die wahrscheinlich jetzt mit diesem Feature hier, mit den KI-Dungeons, relativ viel Spaß haben werden. Ihr könnt hier wirklich ohne irgendwelche Probleme, ohne irgendwelchen Druck, ohne Angst zu haben, sei es, weil ihr generell sozial einfach Probleme habt, in eine Gruppe reinzugehen, Ängste habt, ähnliches, oder eben ihr in letzter Zeit viel zu viel geflamed wurdet für irgendeinen Quatsch. Ihr könnt hier reingehen, ihr könnt einen Heiler lernen, ihr könnt Tank lernen, ihr könnt DD lernen, so oft sterben, so langsam machen, wie ihr nur möchtet. Hier muss nicht geskippt werden. Hier liegt einfach der Fokus auf euch und wie ihr die Dungeon erleben und ja, spielen möchtet. Und das ohne auf irgendwelche anderen Spiele angewiesen zu sein. Das heißt auch auf Uhrzeiten technisch. Sprich, ihr wollt um 4 Uhr nachts noch eine NAC laufen, wollt ihr aber einfach auf eurem Tempo, euren Spaß und mit zwischendurch vielleicht 2-3 Pausen, das ist euer Feature. Ihr wollt auf einmal irgendwie über Heiler lernen, ihr habt noch nie geheilt und wollt nicht gleich irgendeinen Flame kassieren oder ja, wenn man sagt, ah, ich kann das nicht, ich weiß das nicht, dann irgendwie Sprüche kassieren, das ist euer Feature. Ihr wollt generell sehen, wie sieht die Route überhaupt aus, wo muss man langlaufen, wie funktioniert das Ganze? Geht als Tank rein und lasst dann von mir aus die KI tanken und ihr guckt einfach ab, wie die das macht und wo sie tankt, wo sie lang geht. Also dieses Feature ist tatsächlich ein sehr, sehr, sehr gutes Feature, was ich wirklich sehr mag. Ich freue mich, dass das für sehr viele Spieler in World of Warcraft eine sehr große Erleichterung bringen kann und hoffe, dass sie das ganze System auf den LFR noch erweitern, dass man dort ebenfalls auch mit, keine Ahnung, 19 KIs dann einen Raid spielen kann. Finde ich gut, die Entwicklung. Ich bin sehr gespannt, was ihr darüber denkt. Schreibt mir gerne nochmal in die Kommentare. Beim letzten Video ist es schon wirklich eigentlich auffällig gewesen, wie positiv das bei euch ankommt. Gerade bei uns in der Community haben wir, glaube ich, sehr viele Spieler, die dieses Feature hier nutzen werden, weil es genau sie anspricht. Ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen des Videos. Gerne ein Abo dalassen, Daumen nach oben, um mir zu helfen, hier auf YouTube größer zu werden und zu wachsen. Gerne auch einen Kommentar für den Algorithmus dalassen und schaut gerne bei uns auf Twitch vorbei, chromi.de. Ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag. Vielen lieben Dank. Servus und Ade.